Guten Morgen, Leute. Ich fahre jetzt zum Staatsverkehrsamt. Die Kamera ist schon wieder leer. Ich hoffe, es reicht für ein paar Minuten. Ja, Papiere, Kennzeichen, alles drin. Und mal Wasser natürlich, wie immer. So, wir fahren jetzt mal eben rüber. Das ist nicht so weit von mir hier. Da war meine Vorfreude wieder zu früh. Mit der Batterie leer. Es ist egal, wie lange man das Auto stehen lässt. Es ist einfach random. Mal ist es aus, mal ist die Batterie komplett da, keinerlei, als wenn ich das Auto 20.000 Tage stehen lassen würde. Nichts passiert. Aber manchmal ist es halt nach einem Tag. Das Auto stand keine 10 Stunden und ich bin vorher über 100 Kilometer gefahren. Also, ne? Mehr muss ich nicht sagen. Ich krieg den auch nicht angeschoben eben. Ich meine, hier ist ein Berg, aber ich weiß nicht, ob es reicht. Vor allem nicht im kalten Zustand. Und dann steht er mitten in der Straße hier und das ist auch kacke. Aber meine Mutter, ihr Auto steht hier neben mir. Weil mein Bruder das hat. Mal gucken, vielleicht kann ich mir das klauen. Ihr glaubt es nicht. Aber ich habe den Ersatzschlüssel von dem Auto von meiner Mama gefunden. Ich bin kurz hochgegangen, habe ihn direkt gefunden. Krass. So jetzt. Aber ganz, ganz flott zum Straßenverkehrsamt. In the good old E36, ne? Falls sich jetzt einer fragt, warum ich den nicht überbrückt habe, das macht keinen Sinn, weil das so nah ist. Wenn ich ihn dann wieder abgestellt hätte, wäre er wieder leer gewesen. Also fahre ich jetzt eben mit dem Auto. Wenn ich zurückkomme, überbrücke ich den dann. Das ist ein scheiß Wetter hier. Was grün. Diese Kupplung mit dem Auto, ich habe die zwar gemacht, aber die ist voll grauenhaft. Oh, Ladies, wir haben es geschafft. Auto ist zugelassen. Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich bin eigentlich immer so gegen 11 hier hingegangen. Weil man kann ja bei Google gucken, wo die meisten Menschenmassen quasi im Straßenverkehrsamt sind. Haben mein Glück einfach mal versucht, weil normalerweise, wenn man richtig früh da hinkommt, dann ist da, weil die Leute halt dann warten, das ist das Problem. Die sind ja dann schon vorher da und ergo ist dann die erste Welle schon, dann wartest du eigentlich immer ziemlich lange eigentlich. Und jetzt bin ich gegen 8, kurz nach 8 oder was ich hier war, reingegangen. Ich habe sage und schreibe, ich glaube, am Anfang eine Minute gewartet. Nicht mal, also ich war der Nächste, der dran war. Aber dann habe ich am Ende bei der Ausgabe ein bisschen gewartet, aber das ist nicht so schlimm. Ich meine, ich habe insgesamt, glaube ich, 7-8 Minuten drin verbracht. Echt Respekt, also das hätte ich nicht gedacht, vor allem nicht für die Uhrzeit. Oh, wir sind wieder im W39. Ich habe ihn überbrückt. Jetzt läuft er wieder. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass das richtig ist. 30,5 ist ein bisschen mager, also es lädt noch, aber es ist ein bisschen mager, würde ich sagen. Kann natürlich auch an der Batterie liegen, dass die da keinen Bock drauf hat. Ah ja, wir fahren jetzt erstmal zum Tim. Guck mal, wer da ist. Was hat er denn in der Hand? Was hast du da in der Hand? Genau, der. Tada! Habe ich zwar eben schon gezeigt, aber wir fahren mal waschen. Von was? Vom Auto? Oder hier, von der Halle? Ja, klar, du nicht? Du nicht, du bist kein... Kein Schlüssel mehr. Aber du bist kein... Du weißt doch, immer Halle. Immer. Nee. Das ist mein erstes Zuhause. Hoffentlich hat das geholfen, was ich gemacht habe. Also ich war noch nicht hier seit dem letzten Video. Kannst du mal... Doch, hier, Tim, du musst mal kurz festhalten. Auch noch nicht hier seit dem letzten. Ja, weil... Ja, das habe ich schon gezeigt. Aber hier, ich schieb dir mal kurz ein Stück nach hinten. Guck mal, ob da noch ein Öldings ist. Gucken wir mal. Ein Punkt. Viel? Seht ihr das? Ein Punkt. Ich würde das darauf beziehen, dass ja, das ist definitiv Öl. Ja. Aber ich würde das darauf beziehen, dass ja an dem Scheiß drumherum ja auch noch Öl dran war. Sollen wir mal gucken, dass wir hier das Ding so halb zusammenbauen? Und dann können wir mal eine Runde drehen. Würde ich sagen. Zumindest eine Waschstraße. Und vielleicht auch tanken. Wer weiß. Tim hat alles zusammengebaut. Ja, die komischen Lüftungsdinger, da haben wir eben dran gemacht. Und wir haben halt echt nur den kleinen Fleck. Ich bin richtig zuversichtlich, dass das weg ist. Ich hoffe es, ey. Ich hoffe es. Aber wir fahren jetzt erstmal waschen. Aber wir waschen ihn nicht richtig. Nicht so, wie man ihn waschen sollte. Weil, ne, du weißt ja, man kann es immer nur falsch machen. Ist ja... Ja, guck mal, er nickt schon. Sauber gemacht. Ja, weil, guckt euch den an. Grundreinigung.
der muss auf alle Fälle einmal die komplette Grundreinigung kriegen. Achso, Batterie müssen wir dran machen. Ja, machen wir eben. Und dann fahren wir raus. Kennzeichen vorne können wir nicht festmachen, weil ich die Halter früher nicht finde. Von der Stoßstange. Also diese komische Zierleistenhalter-Ding. Genau. Ihr wisst, was ich meine. Sag was. Soll ich das sagen? Ja, wir haben das Klackern sehr wahrscheinlich erstens verschlimmert gerade. oder, weißt du, was noch sein kann? Dass ihr kein Öl kriegt. Nein, denke ich nicht. Ja, kann ich mit dem Laptop mal gucken, ob das hier jetzt ist, ob die Warnung verstellen geht. Sehr wahrscheinlich ist es die Warnung tatsächlich, dieses Klackern, weil das ist ultra laut geworden jetzt, wo wir jetzt hingefahren sind. Aber übrigens, erster Testride. Aber er fährt wirklich gut, das ist das Schlimme. Ja, er hat volle Leistung eigentlich. Er fährt wirklich, wirklich gut. Das ist halt schon sehr geil. Jetzt noch so Kleinigkeiten machen und dann klingt gut, verbrennt kein Öl. Qualmt nicht, zieht durch. Zerqualmt nicht und zieht durch. Ja. Automatikgetrieben hier. Hat einmal so das Ruckeln gehabt, aber das ist ja ewig nicht mehr. Hat muss ich denke ich auch erst einlaufen. Ewigkeit nicht aus dem ersten Gang rausgeschaltet, glaube ich. Oder aus dem zweiten. Aber ich würde sagen, wir machen den jetzt erstmal hier schön. Tippitoppi. Ja, weil das gefällt mir nicht so, wie der aussieht. Freuschen kann man auch drauf. Ja. Waschen. Ja. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ey, die Leute, die uns so gesehen haben, die denken, wir sind behindert. Machen wir mal den hier auch noch Licht an, dann nochmal 10. Wir sind wieder hier. In unserem Revier. Mit Jimmy. Ja, er ist sauber, wie ihr seht. Zumindest sauberer als vorher. Weil sauber ist jetzt eine Definitionsfrage, korrekt? Ja. Genau. Aber auf alle Fälle ist mal der gröbste Schmutz da runter. Ja, guck mal hier. Hier. Ja, das ist vom Fahren, glaube ich, ne? Das hier. Oder? Das ist auch keine 40 Minen. Ja, leider sind die 14 wieder in den Weg gekommen, genau. Ja, aber wie ich gerade eben schon erwähnt habe, ich weiß nicht, ob man das so in Tür und Waschbox mitgekriegt hat. Das Klackern ist lauter geworden, es ist extrem laut geworden. Und wir haben den Öldeckel leicht aufgemacht, dann kann man ja reingucken, aber man darf ihn nicht ganz aufmachen, weil sonst schleddert das ganze Öl da raus. Die Vanus bewegt sich. So, schreibst du mir die Nachrichten? Ich schreibe dir Nachrichten? Echt? Schon wieder durch die Tasche? Ja. Was habe ich denn geschrieben? NB doch, ich habe geschrieben. NB GW. Könnt ihr gucken? Da. Ich schreibe dem Tim immer so komische Nachrichten. Schon wieder in der Tasche, ey. Das Klackern ist unheimlich laut geworden und die Vanus, die macht diesen ne, hin und her. Und ich gehe davon aus, dass es die Vanus ist, weil das ist wirklich zu laut. Willst du mal anmachen, Tim, dass wir das hören kann? Einfach nur fürs Video jetzt. Ich weiß, vielleicht machen wir ihn weiter kaputt, aber ist halt so. Ja. Hört ihr das? Das ist halt unheimlich laut, ne? Kannst du ausmachen. Also da haben wir auf alle Fälle noch Nachholbedarf, würde ich sagen. Also das ist wirklich extrem und es ist viel lauter geworden als vorher. Aber sobald man, wie gesagt, halt Gas gibt und ein bestimmtes Drehzahlband reinkommt, hört es auf? Also ich kann es mir echt nicht erklären. Das muss die Warnung sein. Und vor allen Dingen macht die diese Bewegung. Also falls einer von euch da irgendwie Erfahrungen hat, sagt mir Bescheid. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, außer die Warnung halt. Das Problem ist, dass man auch nicht den Wagen anmachen kann, wenn der Ventildeckel ab ist bei denen, ne? Weil dann würde. Das ist definitiv kein Injektor oder sonst. Nein, das ist definitiv lauter. Und es ist. Ich meine, es kommt auch von da. Ja. Es kommt definitiv von vorne und von der Vanus. Das heißt, wir werden mal ein Überholungskit besorgen. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Wie gesagt, falls einer Ahnung hat davon oder sowas, bitte schreibt in die Kommentare und sagt mir Bescheid. Aber wir haben jetzt noch eine andere Idee, was wir machen. Richtig? Wir fahren zum Schrottplatz. wo man auch schöne Teile bekommen kann. Ja. Ich würde sagen, nehme ich die GoPro mit, ne? Reicht ja. Hä? Erstmal was? Okay, dann. Habt ihr es gehört? Ich habe nicht gesagt, dass wir essen sollen, der Tim. Ich hab Hunger. Ja, hast du Hunger? Hunger. Nee, wir fahren jetzt erstmal und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Vielleicht gibt es ja was Schönes auf dem Schrottplatz. Vielleicht finden wir auch was Schönes für den hier oder so. Wer weiß. Aber der fährt geil. Der fährt richtig gut. Hat volle Leistung. Wir hatten noch ein, zweimal Wheelspin-Situationen. Aber das war alles, ich schwöre, Tim bezeugt das. Das war alles unter 3000 Touren. Das war, ich schwöre, meistens war es sogar 2000er Bereich. Das ist alles so, weil der Lenkwinkel so nicht geht, also der nicht, den ihr noch nicht angelernt habt. Ich habe beim letzten Video drunter geschrieben, ich werde das später mal gucken.
Aber leider habe ich halt noch nicht geguckt und nachgeguckt und den angelernt. Deswegen geht das DSC nicht. Ja, Leute, wir sind wieder da, beziehungsweise ich bin wieder da. Wie ihr seht, sind wir bei mir zu Hause. Ja, wir haben nichts gefunden auf dem Schrottplatz. GoPro war leider leer. Wusste ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe die nur im Rucksack gehabt die ganze Zeit, obwohl sie leer war. Ich werde sie erst mal laden. Ja, wie gesagt, wir haben aber nichts gefunden. Und ich denke, also ich bin jetzt auch zurück nach Hause gefahren, wie ihr natürlich unschwer erkennen könnt. Weil mein Stuhl ist kaputt gegangen und der neue heute geliefert wird. Ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Video schon mal erwähnt habe, dass mein Stuhl am Arsch gegangen ist, aber das ist halt richtig nervig. Der ist halt... hat keinen Bock auf nichts mehr. Ich würde sagen, dann beende ich das Video hier und wir sehen uns dann für mich morgen wieder. Also wir werden dann, ich werde morgen zur Halle fahren und dann anfangen halt alles weitere am Auto zusammenzubauen, beziehungsweise halt mich auch schon zu erkundigen wegen der Warnus. Das hatte ich ja erwähnt gehabt, dass die Warnus kaputt ist oder dass wir denken, dass die Warnus kaputt ist, weil das ist, glaube ich, nicht normal, dass die so wackelt und vor allen Dingen halt, dass die so laut geworden ist. Dass irgendeiner von euch hat in die Kommentare geschrieben, dass es die Warnus sein kann. Und nach der ersten Probefahrt jetzt, der Wagen läuft wirklich so gut. Und es ist wirklich, meiner Meinung nach, kommt das Geräusch von vorne. Aber man kann es halt leider nicht ganz testen, außer, wie gesagt, der Öldeckel halt. Ne? Aber ich meine, es ist die Warnus. Wir versuchen es einfach. Wenn nicht, dann können wir immer noch die Hydros machen. Und dann haben wir das, haben wir alles ganz gemacht, was ganz gemacht werden kann. Also müsste es dann auch funktionieren. Ich muss ja auch gestehen, das ist die Warnus, die mir, ich sag jetzt mal, nicht zerfallen ist, aber... beim Zusammenbau habe ich, ist die Warnus so ein Stück rausgekommen. Ich meine, es war die auf der Seite. Und dann habe ich die einfach nur wieder zusammengedrückt. Ich weiß nicht, ob ich sie kaputt gemacht habe. Könnte sein. Kann ich mir aber nicht vorstellen, weil sie an sich funktioniert hat. Also es ist halt ganz kurios. Vielleicht habe ich sie auch nicht richtig zusammengesteckt. Oder was auch immer. Aber wir werden ein komplettes Reparaturset kaufen. Ich werde dann die anderen beiden ganz machen. Ich habe ja noch, ich hab noch zwei von dem alten, sehen zwar nicht so schön aus wie die, aber ich kann sie ins Ultraschallbad schmeißen, ist ja eigentlich egal. Und dann werden wir die reparieren und dann im Nachhinein einfach nur schnell tauschen. Das geht schneller, als die ganze Zeit das Auto aufstehen zu lassen, ne? Und dann halt erstmal alles zu machen und so weiter. Außerdem kann ich das vielleicht in Ruhe hier am Tisch machen oder sowas, muss das nicht in der Halle machen. Aber das ist Zukunft, ne? Wie gesagt, das werden wir dann sehen. Ich bedanke mich auf alle Fälle hierfür fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat, auch wenn es nur so kurz war. Aber Auto ist sauber, Auto fährt mega gut, ist angemeldet. Geil. Es fährt wirklich, wirklich gut. Ich bin die ganze Zeit nur 2000, 3000 Umdrehungen und das manchmal ging dann schon der Hintern wegen dem Lenkwinkel und so, weil halt DSC nicht geht. Naja, egal. Wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben und ja, haut rein. Nicht vergessen zu abonnieren, zu liken und dann sehen wir uns wieder. Peace. Nein. Tschüss.